Hallo und... Scheiße, es lief. Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspecial 2016. Ja, weil wir schon 2016 haben, das läuft super, dieses Video bislang. 2015 hier auf Splendytube. Zum, zur erneuerten Roomtour, zur größeren Roomtour, vor allem zur neuen Roomtour, weil ich ja mittlerweile nicht mehr in diesem kleinen Münchner Zimmerchen wohne, Keller oder auch Abstellkammer, wie es andere bezeichnet haben. Nee, heute gibt es tatsächlich die richtige Roomtour von meinem Zuhause für die letzten, 20 Jahre bis auf das Jahr, wo ich jetzt weg war. Genau, das will ich euch heute zeigen. Mir ist nicht so viel anderes eingefallen für den Weihnachtsspecial, aber ich werde das hier ein bisschen, ausdehnen. Und dann gibt es vor allem nachher noch die Highlights des Jahres für mich und die Flops des Jahres. Das werden wir nachher alles noch in diesem Video haben. Und natürlich gibt es tatsächlich auch eine kleine Überraschung für euch in diesem Video. Ich verstecke nämlich in den folgenden Minuten, während wir durch das Zimmer hier laufen, genau 5 Easter Eggs, die irgendwas mit diesem Kanal zu tun haben oder mit Let's Plays, die wir in, ja nicht unbedingt in diesem Jahr, aber im Laufe der 3 Jahre, die wir Splendytube hier haben, irgendwelche kleinen Easter Eggs, die man mehr oder minder schwer finden kann. Mehr dazu dann auch später. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal los. So, ich verziehe mich jetzt mal hinter die Kamera und dann genießen erstmal hier den Ausblick, den schönen winterlichen Ausblick. Hat sehr viel Schnee dafür, dass in 6 Tagen Weihnachten ist. Aber was soll man machen? Ich glaube, damit müssen wir anfangen zu leben. Ich habe diese ganze Roomtour-Idee übrigens ein bisschen von Stained Iron geklaut, der das vor ein paar Wochen auch mal wieder gemacht hat und dachte, hey, ich klaue einfach mal weiter. So, jetzt ist, glaube ich, mal Zeit reinzugehen. Hier der Blick hinein und dann starten wir. Ein kleiner Blick durch. Ah, wunderbar, weihnachtliche Musik. Ist das nicht herrlich? Ich werde das Ganze jetzt nicht so ausführlich machen, aber zumindest ein bisschen. Hier mal kurz mein Dartboard. Ich bin ja sehr begeisterter Dartspieler. Ansonsten hier können wir es auch ein bisschen klein machen. Wahrscheinlich kriege ich riesen GEMA-Probleme hier wegen, aber es ist mir scheißegal. So, hier irgendwelche CDs. Da, das muss man sagen, das hier ist das Spiel, mit dem ich, glaube ich, die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Über 400 Stunden, die Pokémon, die Feuerrote Edition. Das ist wirklich genial. So, hier 2 Tassen. Breaking Bad und natürlich mein Verein. Dann das Lied von Eis und Feuer, dass man auch alle sieht. Wunderbar. So, gehen wir weiter. Hier meine Gitarre. Meine E-Gitarre. Und nein, ich werde jetzt nichts vorspielen. Danke, danke, beruhigen Sie sich, meine Damen und Herren. Es gibt Autogramme, gibt es nachher. So, apropos Autogramme, das ist eine gute Überleitung hier zu meinem Gamescom, zu meiner Gamescom-Pinnwand von diesem Jahr. Da habe ich fleißig Autogramme gesammelt, wie ihr schon seht. Und auch Eintrittskarten und Beta-Codes für furchtbare Shooter-Spiele. Genau, also auch das kann man durchaus mal aufhängen. So sieht das Ganze aus, wenn ich übrigens aufnehme. Das ist mal so der Blick hier drauf. Ihr seht sehr professionell, wie ich das Mikro aufgestellt habe auf den Tributen von Panem. Da siehst du, da haben sich die Bücher gleich doppelt gelohnt. So, also so sieht das hier aus. Auf dem rechten Bildschirm haben wir hier ganz vorne OBS. Das kann ich mal starten, wenn ich blind den Knopf finde. Okay. Oh, ich habe keine Quellen hinzugefügt. Gut, dann kann ich es nicht starten. Scheiß drauf. Also im Hintergrund Audacity, im Vordergrund OBS. Hier jetzt in diesem Fall Bioshock, das ich auch mal wieder aufnehmen muss. Hier mein Mikro, ja. Das ist ja alles herzlich unspektakulär, wenn man sich es anguckt. So, jetzt meine neueste Errungenschaft. Dieses wunderbare Fernsehgerät. Ist es nicht herrlich? Schwenkbar in beide Richtungen. Von daher kann ich vom Bett hier oder auch vom PC aus Fernsehen gucken, was genial ist. Ah, ich kann mal hier... Ja, also hier schön drängbar und schwebbar. Genau, das wollte ich sagen. So, hier haben wir einen Gutschein für Sushi-Essen, den ich noch offen habe. Jetzt wird es ein bisschen laut hier gerade, aber was soll's. Dann hier meine persönliche Bierflaschensammlung. Darf mal die von meinem Vater bekommen, als ich 16 geworden bin. Wunderbar, nicht? Ich sah toll aus als Kind. So, hier Biere aus aller Welt. Und eine limitierte Sonderauflage. Oh, guck mal, ich bin im Bild. Hallo! Eine limitierte Sonderauflage des American Idiots Album von Green Day. Genau. Wir kommen zu den Büchern hier eins unter. Hier die schon viel erwähnten Zwergenbücher. Und noch allerhand anderer Unsinn, den man braucht oder auch nicht braucht. Hier meine allerneueste Errungenschaft. Der Fernseher ist gar nicht meine neueste Errungenschaft. Das ist das hier, eine PS4.
mit den aktuellen Blockbustern Until Dawn. Boah, jetzt muss ich mir hier. Uncharted, The Nathan Drake Collection und auch The Last of Us Remastered. Da bin ich also über Weihnachten mal vorerst beschäftigt. So, das war dieser Teil. Boah, naja. So, hier nochmal eine Akustikgitarre, mit der ich leider viel zu wenig spiele, wie ich das persönlich das Gefühl habe. So, hier noch der Blick über meine Bettlektüre. Da hätten wir einmal die Legenden der Albe und die aktuelle GamePro, oder? Ja. Sehr schön. Gut. Genau, dann gucken wir uns das da hinten noch näher an. Genau, diesem Board habe ich nämlich persönlich noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, wie ich finde. Wir gucken uns das mal hier grob durch. Das ist sehr interessant. Das sind Schuhe und Jogging-Schuhe. Dann hier ist mein persönlicher Muntermacher-Schrank. ich denke auch immer noch so über die Möglichkeit eines Drunk-Let's Play nach, aber das müssen wir uns nochmal gut überlegen. So, hier das eins der besten Geburtstagsgeschenke, die ich je bekommen habe, ein Ouija-Board. Bewegt sich leider nicht unbedingt so, wie ich das will. Und hier mein persönlicher kleiner Green Day-Schrein. Tja, man könnte vielleicht eventuell bemerken, dass ich eventuell ein kleiner Green Day-Fan bin. Tja, so ist es nun mal. Okay, das wäre es, glaube ich, soweit mit der Roomtour. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube gar nicht. Tja, dann kommen jetzt noch die Tops und die Flops des Jahres. Ja, dann beginnen wir mit den Tops und den Flops, was Spiele an sich angeht. Ich muss sagen, für mich das absolute Highlight dieses Jahr kann ich gar nicht festmachen. Da streiten sich zwei Spiele drum und das sind GTA 5 für den PC, womit ich unfassbar viel Spaß habe, dass ich tatsächlich mittlerweile auch auf 100% hochgespielt habe. Und The Witcher 3, was einfach... Ja, von der Spielart her eigentlich eher das ist, was ich total liebe. Also GTA ist einfach spaßig, weil man so viel Unsinn machen kann und so. Und weil es so groß ist und die Möglichkeiten und alles. Aber Witcher 3 ist eben gerade so Fantasy-Rollenspiel genau das, was ich total liebe. Und daher auch großen, großen Respekt und Dank an CD Projekt Red für dieses geniale Spiel. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Da muss ich sagen, was ich auch richtig cool fand, war Until Dawn. Jetzt geht gerade die Musik aus, das ist ja schade. War Until Dawn. Ich habe es im Sommer als Let's Play gesehen, hatte da schon viel Spaß damit, es zuzugucken und mittlerweile habe ich es ja selber. Also auch ein ganz, ganz tolles Spiel. Ansonsten, lass mich überlegen, wirklich Enttäuschungen gab es nicht, zumindest keine, die ich selber gespielt habe. Also klar gab es mit Anfang des Jahres Raven's Cry einen totalen Skandal, weil dieses Spiel prinzipiell unspielbar war. Was kommt da jetzt eigentlich jetzt? Ja, ist auch wurscht. Jedenfalls Flops gab es für mich persönlich eher nicht. Was die YouTube-Landschaft angeht, gab es für mich dieses Jahr an Tops einiges, aber leider haben die Flops überwiegt und das war in dem Fall auf jeden Fall mein persönlicher Tragikmoment des Jahres, das Ende von High Five, dass sie aufgehört haben. Das fand ich nämlich einen so tollen Kanal und jetzt ist er weg. Das ist schade, das ist traurig. Genauso wie Hardys Ausstieg bei Pete's Meat. Ich bin zwar kein so riesen Pete's Meat-Fan, aber ich finde halt, der Ausstieg von Hardy ist schon insofern traurig, dass es einfach, dass er sehr dominant war in den Videos. Und ja, was soll man machen? Es gab aber auch einige Tops. Nämlich muss man sagen, dass aus dem Niedergang von High Five auch einige Tops des Jahres entstanden sind, nämlich die einzelnen Kanäle der High Five-Beteiligten, die ich wirklich teilweise sehr, sehr aufmerksam verfolge. Die da einzelnen wären Nerdkultur, Der Heider und Ninotaku TV, drei Kanäle, auf die ihr auf jeden Fall mal drauf gucken könnt. Super toll, hat mir wirklich Spaß gemacht, die zu entdecken und das ist auch einigermaßen Ersatz für High Five, die Links unten in der Beschreibung. Ja, und dann war es das tatsächlich schon mit der Roomtour. Ich glaube, wir haben alles Wichtige gesehen. Es gibt auch nicht so viel Wichtiges. Ich will das jetzt auch nicht irgendwie so groß aufblasen, weil ja, so spektakulär ist dann mein Zimmer auch wieder nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Tops und Flops des Jahres, egal ob das jetzt Spiele oder YouTube betrifft. Ansonsten kann ich ankündigen, dass das noch nicht das Einzige ist, was euch heute hier am Heiligen Abend auf StanleyTube erwartet. Es gibt noch ein komplettes Spiel, ein komplettes Let's Play, bestehend aus zwei Teilen. Was genau das ist, möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Guckt einfach im Laufe des Tages nochmal hier auf StanleyTube vorbei. Es ist ein nicht unbedingt 100% weihnachtliches Spiel, aber es ist zumindest ein bisschen Spiel. Dann bleibt mir jetzt nur noch die Frage an euch, habt ihr sie denn gefunden? Die 5 Easter Eggs, die sich im Laufe des Videos irgendwo im Bild oder hier im Zimmer versteckt haben. Das ist jetzt nichts, was ich im Nachhinein rein bearbeitet habe. Das sind tatsächlich 5 ja, kleine Hinweise. Ein paar, also ich würde mal sagen, 2, 3 davon kann man gut entdecken. Für die letzten 2 muss man schon sehr treuer StanleyTube-Zuschauer sein, um die zu erkennen. Ich bin mal gespannt, ob es einer überhaupt rausfindet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Schreibt auch gerne rein, wenn ihr bloß 1 oder 2 entdeckt habt. Das freut mich sehr. Ich dachte, das ist einfach noch ein netter kleiner Gag am Rande. Ansonsten wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest,
ein besinnliches Weihnachtsfest, vor allem ja, schöne Weihnachtsfeiertage. Und ich möchte mich noch gar nicht so groß verabschieden, weil das mache ich eh noch in dem Let's Play, das heute noch online kommt, die zwei Folgen. Da ich das noch ewig laber, kann ich mir das an dieser Stelle einfach sparen. Also später unbedingt noch reingucken hier auf dem Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken und Merry Christmas!